Lasst uns zur Predigt kommen. Anfang des Jahres oder beziehungsweise Ende letzten Jahres bin ich ins Gebet gegangen und habe mit Gott so gerungen, was ist das Thema oder was so ist der Schwerpunkt für das Jahr 2022 für uns als Gemeinde. Und dann habe ich eine Antwort von Gott bekommen, und zwar, dass Gott in diesem Jahr seine Armee formieren möchte. Er möchte uns positionieren. Und er wird aber auch aussortieren, also formieren, positionieren und aussortieren. Gott möchte eine echte Einheit aus unserer Gemeinde machen, und er möchte, dass wir in Zeiten der Distanz mehr denn je zusammenrücken. Und es ist auch interessant, dass Jesus ja gesagt hat, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden sie euch erkennen. Also das ist ein Merkmal für eine starke Gemeinde, eine Gemeinde, die liebt. Eine Gemeinde, wo der eine den anderen höher achtet als sich selbst. Eine Gemeinde, wo jeder hilft, zusammenhilft. Das ist die Liebesarmee, die Gott aufgestellt hat. Und Gott möchte das in dem Jahr priorisieren und möchte da einen Fokus setzen. Und es ist auch interessant, dass unser Senior Pastor, wir haben unabhängig voneinander gebetet, und du hast ganz stark aufs Herz gelegt bekommen, einfach Leute zu besuchen, auch Leute, die länger nicht mehr im Gottesdienst waren, generell einfach, generationsübergreifend, Menschen in unserer Gemeinde besuchen, den Hirtendienst zu tun. Auch das ist ganz, ganz wichtig und hat mit Position und Formation zu tun, einfach die Leute wieder zu sammeln. Und der Schwerpunkt in diesem Januarmonat ist Kampf. Wir wollen kämpfen. Ich möchte kurz wiederholen, in der ersten Predigt, die ich gepredigt hatte, waren es drei Punkte. Es gibt jemanden, den du beschützen musst. Jemanden, für den du kämpfen sollst. Du hast einen Bereich zugeteilt bekommen. Deine Familie, deine Gemeinde, dein Hauskreis. Menschen, die um dich rumstehen, deine Freunde. Du hast aber auch ein Reich, welches ausgebreitet werden soll. Das Reich Gottes muss ausgebreitet werden. Es gibt Menschen, die Jesus nicht kennen. Jesus möchte in viele Herzen seinen Fuß setzen. Und dort soll die Herrschaft Gottes hineinkommen. Das ist unser Job. Also wir wollen uns mehr investieren in die Gemeinde, kämpfen für die Gemeinde, welches das Tool Gottes ist in der Endzeit. Und dann gibt es einen Kampf, den du jeden Tag kämpfen musst. Es gibt den großen Sieg. Jesus hat den großen Sieg am Kreuz von Golgatha errungen. Aber es waren viele kleine Siege, viele tägliche Siege, viele Schlachten, die geschlagen wurden, die zu diesem großen Sieg geführt haben. Jeder Tag hat einen Kampf. Und ich möchte dir sagen, du wirst siegen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst siegreich sein. Ist gut, wenn wir uns ermutigen. Vielleicht nicht immer. Vielleicht nicht jede Schlacht. Aber insgesamt wirst du siegreich sein. Und in der letzten Botschaft haben wir von unserem vom Eckhart gehört, dass es auch einen Kampf in uns gibt. Und zwar sind es diese Gedankenfestungen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, so wie es in Epheser 6 heißt, sondern unser Kampf richtet sich gegen die Gewalten und Mächte der Finsternis. Das sind Festungen in uns, teils selbst verursacht, teils durch Erziehung hineingekommen, kann aber auch ein Familienerbe sein. Wie auch immer, Festungen entstehen, der Vogel möchte ein Nest in unseren Gedanken bauen. Und es ist ja interessant, dass auch in Römer 12, 1 heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Wo sollen wir verwandelt werden? In der Erneuerung unseres Denkens, unseres Sinnes, auf das wir erkennen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Also, was möchte Gott für uns? Und wenn ich mir das so anhöre, muss ich sagen, Römer 7, kommt da immer wieder ganz klar vor mein Auge, wo Paulus sagt, ich stehe in diesem inneren Kampf und ich sehe mich immer wieder, dass ich tue, was ich eigentlich nicht tun will, und das, was ich tun soll, das übe ich nicht aus, und ich erkenne, dass Sünde in meinen Gliedern wohnt, und wer rettet mich aus diesem Leib des Verderbens? Und manchmal denke ich mir so, warum steht es überhaupt so drin? Das ist ja sehr entmutigend.
als ob du eigentlich gar nicht siegreich sein könntest. Aber ich glaube, Gott wollte uns damit sagen, du wirst Sieg erringen, auch in deinen inneren Kämpfen. Wenn du kämpfst gegen negative Gewohnheiten, sündige Gewohnheiten, ja, wenn da irgendwelche Dinge sind, Routinen sind, die nicht von Gott sind, Festungen sind, Gott wird diese Festungen einreißen. Aber es wird vielleicht nicht immer so siegreich sein. Ich glaube, deswegen steht das drin. Deswegen erklärt auch Paulus nochmal diesen Kampf, den er in sich hat. Und es ist ja interessant, ich glaube, jeder kennt diesen Kampf. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, weiß, dass es diese inneren Kämpfe gibt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann so wirklich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe und gesagt habe, ich folge dir nach. Dann dachte ich erstmal, jetzt wird alles richtig gut. Und auf einmal habe ich realisiert, dass mein Kampf auf eine tiefere Ebene gekommen ist. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals in der Disco stand und ich war ein kleiner Schlawiner, was was das Thema Frauen angeht. Und Gott hat mich da freigemacht. Und dann dachte ich mir so, hey, ich bin richtig gut. Und dann stand ich mit der Zigarette und der Wodka Big Pump im Club und dachte mir, danke Gott, dass du mich so heilig gemacht hast. Ja, und habe realisiert, oh, jetzt kommen die nächsten Dinge. Und so fängt Gott an, immer mehr uns zu verändern. Und er möchte, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Und wir realisieren, wie unmöglich das eigentlich ist, dorthin zu kommen. Und dann kommen oft Verdammnisgedanken. Und du denkst dir, ich bin's nicht wert, vor sein Angesicht zu treten. Ich bin immer noch in Sünde. Ich komme nicht komplett davon los. Aber dann sagt er in Römer 8, Vers 1, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Weil beim Christsein geht es nicht um einen perfekten Weg mit Gott, ein moralisch perfektes Leben, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wir haben jemanden, der uns jeden Tag vergibt. Amen. Wir haben jemanden, der uns jeden Tag aufhält. Der Gerechte fällt 7-mal. Das ist vollkommen. Wir fallen ständig, aber er hilft uns wieder auf. Also, und das ist, was ich dir sagen möchte. Wenn du irgendwo die Flinte ins Korn geworfen hast, wenn du aufgegeben hast, wenn du dich wieder hingegeben hast, sagen wir mal, du wolltest aufhören zu rauchen. Und dann hast du lange durchgehalten, fängst wieder an. Dann, oder hast wieder eine geraucht. Dann gib nicht auf, sondern dann setz dir wieder das Ziel. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir können es in unserer eigenen Kraft nicht tun. Da reicht die Disziplin der Welt nicht aus. Manche Dinge sind geistlich zu sehen und geistlich zu bekämpfen. Und das sind geistliche Festungen. Du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst die Gnade Gottes. Aber ich möchte sagen, er hat dir alles gegeben, um zu siegen. Alles ist bei dir. Alles ist da. Aber klar, es gibt diesen Angsthasen. Kannst du noch mal dieses Bild einblenden, der Angsthase, der in uns ist? Und Gott möchte, dass du deinen inneren Angsthasen besiegst. Und mein Vater hat letztes Mal mit Gideon geendet und ich möchte mit Gideon beginnen. Aber zunächst ist es ja oft so, Wir wollen oft den äußeren Schein wahren. Wir wollen nach außen stark wirken, selbstsicher wirken. Als hätten wir alles im Griff, als hätten wir alles unter Kontrolle. Und gerade wir Männer sind gut darin. Ja, am Arbeitsplatz bist du der absolute, ja, souveräne Typ. Aber daheim machst du dir ins Hemd. Und eigentlich in dir drin sagst du, das ist nicht authentisch, wenn die nur wüssten. Und ich glaube, vielen geht's so. Ich kann mich noch gut erinnern, vor 11 Jahren habe ich hier meine erste Predigt gehalten. Vor 11 Jahren, 2011. Und die erste war wirklich gut, also ich habe da gute Erinnerungen dran. Die erste Predigt, boah, die Leute waren erstmal so kritisch drin gehockt. Ja, der Pastorsohn kommt wieder ins eigene Haus zurück und die kannten mich ja, wie ich frühest drauf war. Und dann waren einige wirklich so ganz, ganz kritisch drin gesessen. Und ich habe gesagt, nee, ich schaue jetzt nicht diese Gesichter an, Herr, sondern ich werde drüber hinwegsehen. Und dann habe ich angefangen zu predigen, ja, und es war irgendwo auch ein Zeugnis. Und ich habe mir gedacht, komm, du hast hier nichts zu verbergen, die kennen dich eh. Ja, und dann habe ich das sehr authentisch gestaltet. Und ich sage mal so, da ging es um Abraham und Glaubensschritte und überhaupt. Und ich bin damals nach Schweden gegangen, habe das alles erzählt. Und dann nach der Predigt, da sind ganz viele zu mir gekommen, haben mir positive Resonanz gegeben. Und Mensch, es hat sich richtig gut angefühlt. Zweite Predigt kam. Die zweite Predigt war die schlimmste, die ich je gepredigt habe in meinem ganzen Leben, glaube ich. Wirklich. Ich war ziemlich konzeptlos. Ich habe gedacht, das erste Mal hat es funktioniert, das zweite Mal wird es auch funktionieren. Ich habe ein Thema vorgegeben bekommen und dann kann ich mich noch erinnern, als ich einen Blackout hatte. Und ich bin mir sicher, Leute haben es auch gemerkt. Und erstmal so selbstsicher und dann auf einmal kam diese Angst.
Und ich hatte wirklich, ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Ich war mitten in der Botschaft und auf einmal hatte ich einen Blackout. Ich hatte den Faden verloren. Und es war ein Moment, der sich für mich, eine Minute hat sich angefühlt wie eine Stunde. Ich dachte, Herr, was du jetzt tun musst, ist, bitte öffne einfach den Boden unter mir und lass mich da verschwinden, Herr. Ich will weg. Rette mich, hol mich raus hier, ja. Aber da musste ich dann durch und keine Ahnung, das war wirklich... Wenn da was Gutes bei rausgekommen ist, dann war es wirklich nur Gott, okay? Ich kann mich erinnern, eine Frau kam dann sogar und hat gesagt, sie war sehr gesegnet dadurch. Ich so, hast du wirklich zugehört? So, aber ja, Gott ist gut, aber wisst ihr, es ist, wir müssen da authentisch werden, ja? Und ich glaube, jeder hat Ängste. Es gibt keinen, der völlig angstfrei ist und total mutig ist, der absolute Übermensch, ja? Den gibt es nicht. Selbst Jesus hatte Angst. Selbst Jesus, als er im Garten Gethsemane war, hat gesagt, Mensch, jetzt diesen letzten Weg ans Kreuz zu gehen, ich zittere. Und er hat Blut geschwitzt, er hat mit seinem Vater gerungen, er hat gesagt, wäre es nicht irgendwie möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Und der Vater hat gesagt, da ist kein anderer Weg, du musst diesen Weg gehen. Und natürlich wusste das Jesus. Und natürlich kennen wir oft unsere Kämpfe und die Herausforderungen, die vor uns stehen. Aber wir sind auch Menschen. Wir haben eine Seele. Das sind Gefühle in uns. Und auch wenn du in der Theorie weißt, ich kann es schaffen, ich soll es schaffen, dann sagt dir dein Gefühl, du packst es aber nicht. Und dann ist es so wichtig, dass du weißt, dass du Gott an deiner Seite hast. Dass du dann eben auf ihn schauen kannst. Wie Petrus, als er aus dem Wasser ging und dann stand er dort auf den Wellen und er hat auf die Wellen geschaut, er ist gesunken, er hat auf Jesus geschaut und das hat ihm Halt gegeben. So hat auch Jesus auf den Vater geschaut und das hat ihm Halt gegeben. Es ist eher erstaunlich, wie Jesus diese ganze letzte Wegstrecke, wie er das alles ausgehalten hat. Jeder war gegen ihn. Die ganze dämonische Welt hat sich gegen ihn aufgebäumt und aufgestellt und er war wirklich mit den schlimmsten Gedanken konfrontiert und Gedankenfestungen wollten in ihm entstehen, aber sie konnten nicht entstehen. Jesus hat es geschafft, dass diese Vögel kein Nest bauen bei ihm. Aber nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch eiserne Disziplin und Konzentration und Meditation, sondern es war der Zuspruch des Vaters. Ich bin bei dir. Ich bin da. Und Gideon, wenn wir von Gideon lesen, lesen wir auch von einem Mann, der Angst hatte. Ein Mann, der in der Kälte Weizen gedroschen hat, was man definitiv nicht in der Kälte tut, ja, sondern außen am Feld. Aber er tat es dort, weil er Angst hatte vor den Midianitern. Und die Midianiter war ein Volk, das Israel in der Zeit 7 Jahre lang bedrängt hat. Die haben die Häuser abgebrannt, die haben... Ja, sind in Familien reingebrochen, haben Familienmitglieder getötet. Wusstet ihr eigentlich, dass Gideon auch einen Bruder verloren hatte? Er selber hat erlebt, wie brutal und erbarmungslos diese Midianiter sein können. Und da war es ja eigentlich selbstverständlich, dass er mit Angst zu tun hatte und mit Angst konfrontiert war. Und ich glaube, in ihm hat diese Selbstunsicherheit hat lauter geschrien als sein Glaube an Gott. Aber es ist auch interessant, dass Gideon nicht einfach nur ein Angsthase war, sondern ich finde, das ist so ein Zusammenspiel. Einerseits war er mutig, andererseits war er ängstlich, einerseits war er stürmisch, andererseits war er zurückgezogen. Weil es ist ja auch interessant, dass wir lesen, dass sein Vater und seine Familie, dass sie Baalsdiener waren. Die haben Götzen angebetet, die Aschera und den Baal. Und er war bei Gott. Er war mit seinem Herzen bei Gott, er hat Gott gedient. Also war da irgendwo ein Mut. Ich möchte gar nicht wissen, was der alles an Sachen aushalten musste im inneren Familienkontext, weil er Gott nachgefolgt ist. Aber nichtsdestotrotz, Midian hat Israel ausgebeutet, haben Häuser verbrannt, haben sie getötet. Und dann kommt auf einmal, inmitten dieser Situation, kommt ein Engel des Herrn zu Gideon. Und wir lesen das in Richter 6, Abvers 11. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen.
Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. In genau dem Moment, wo er wieder voller Angst war, sagt Gott zu ihm, ich sehe was in dir, das du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Kampf, das ist Stärke, das ist Mut, das ist Kühnheit, das ist Glaube. Ich sehe das in dir, aber in dem Moment hat Gideon das komplette Gegenteil gefühlt. Und es ist ja auch immer interessant, diese Sache mit der Wahrheit. Was ist nun die Wahrheit? Ist die Wahrheit das, was ich gerade empfinde in diesem Moment? Oder ist die Wahrheit das, was Gott in diesem Moment sagt? Und ich sage euch eins, zu viele von uns Christen sind gefühlsgeleitet. Wir bauen und vertrauen auf das, was wir fühlen. Wir bauen und vertrauen auf unsere Erfahrungswerte und auf das, was wir erlebt haben. Aber dabei müssen wir unbedingt unser Vertrauen auf Gott setzen. Und das sind genau diese Gedankenfestungen. Gideon hat Gedankenfestungen zugelassen, die sind entstanden. Das waren Lügen, die er über sich selbst ausgesprochen hat. Lügen, die entstanden sind durch Gefühle. Irgendwie war es ja auch wahr. Er war hilflos, er war mutlos. Und Midian war übermächtig. Da war schon eine gewisse Wahrheit dran, aber Gott hat eine andere Perspektive. Aber Gott hat zu ihm gesagt, du bist berufen und du bist ein starker Kämpfer. Du bist ein streitbarer Held, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Und ich bin mit dir. Ich stehe dir bei. Ich bin da. Und wenn Gott da ist, verändert das alles. Das ist eine komplett neue Wahrheit. Ja? Wenn Gott in deinem Leben ist, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn der Heilige Geist in dir ist, da gibt es immer diese zwei Komponenten. Einerseits bist du in dir selbst kraftlos, mutlos, ängstlich, teilweise echt überfordert. Aber auf der anderen Seite ist Gott in dir, der dir sagt, du bist mehr als ein Überwinder. Der dir sagt, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Der dir sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, nämlich Jesus Christus. Halleluja. Es gibt immer diese zwei Komponenten. Mit Gott, wenn er mit dir ist und er ist mit dir, er hat seine Gegenwart für dich verheißen, dann ist die Wahrheit, du bist ein starker Kämpfer, du bist mutig, du hast das Zeug zu überwinden. Ich möchte heute euch drei Wahrheiten mitgeben. Und die erste ist, jeder Krieger, jeder Kämpfer muss seine innere Angst vor Versagen bekämpfen. Jeder Kämpfer muss seine Versagensangst bekämpfen. In Richter 6,14 lesen wir, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. In einer anderen Übersetzung heißt es, ich sende dich, und geh in deiner Kraft. Ja? Also Gott sendet uns. Da möchte ich nochmal auf meine erste Predigt zu sprechen kommen. Gott hat uns gesandt. Gott hat uns berufen. Er möchte, dass wir sein Reich auf dieser Erde bauen. Was bedeutet das denn ganz konkret? Bedeutet das, dass ich jetzt eine Institution bauen muss, eine Organisation bauen muss, dass ich mich noch mehr in den Dienst der Gemeinde stellen muss? Ja, das ist vielleicht ein Part davon. Aber zunächst bedeutet Reich Gottes bauen eigentlich, dass du kämpfst um Gott selbst. Dass du mit allem, was du bist und hast, dich auf ihn wirfst. Das ist ein innerer Kampf und es ist eine Einstellungsfrage. Du kannst noch so aktiv sein in der Gemeinde und dienen und trotzdem baust du in diesem Moment kein Reich Gottes. Weil das Reich Gottes wird dort gebaut, wo du dich komplett ihm auslieferst und sagst, Jesus, du bist mein Herr und ich folge dir nach. Und ich tue das aus authentisch, wirklich, damit ein Reich gebaut wird. Das Reich Gottes ist dort, wo der König Jesus ist, wo er wirklich wohnt. Also ist das Reich Gottes erstmal kein sichtbares, äußeres Reich, sondern es ist ein unsichtbares Reich. Ein Reich, welches sich niedersetzt in die Herzen. Jesus ist nicht gekommen, um Politik zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um ein irdisches Reich zu bauen, sondern er ist gekommen, um sein Reich zu bringen, das Reich des Himmels.
Und dieses Reich sollen wir bauen. Wir sollen unsere Lieben beschützen. Wir sollen unsere Familie beschützen. Und wir haben Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Und wenn ich mir diesen Auftrag anschaue, den auch Gideon hatte, befreie Israel aus der Hand Midians, dann ist es erstmal so eine große Sache. Ich kann absolut verstehen, dass Gideon sagte, wie soll ich das bitte schaffen? Und dann ist ihm erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Und dann sind diese ganzen Aber-Gedanken gekommen. Der Aberglaube. Aber Herr, wer hat es schon mal gesagt? Also ich habe das definitiv schon mal gesagt, ja. Aber Gott, wie soll das geschehen? Aber Gott, wie soll das gehen? Aber Gott, schau mich an, wer bin ich schon? Ich bin so klein, ich bin so gering. Und das ist genau das, was er gesagt hat. Er ist ja nicht der Einzige, der das gesagt hat, auch Mose. Als er 40 Jahre in der Wüste war, hat Gott mehrere Ausreden gegeben, warum er nicht der Richtige ist. Und Gott hat mit sich reden lassen, finde ich auch erstaunlich. Ja? Hat sich auf diese Diskussionen eingelassen mit dem Mose. Aber am Ende hat Gott gesiegt. Am Ende hat Gott ihn gesandt und er ist gegangen. Aber es ist oft so, dass wir mit den Herausforderungen nicht klarkommen, dass Dinge vor uns stehen, wo wir sagen, es ist nicht möglich. Vielleicht ist es deine Familie aktuell, wo du sagst, es ist nicht möglich, dass diese Familie wieder auf die Beine kommt. Vielleicht ist es deine Ehe. Es ist nicht möglich, dass diese Ehe noch zu retten ist oder dass wir je wieder zusammenfinden. Vielleicht habt ihr euch auseinandergelebt. Vielleicht ist es deine finanzielle Situation. Es ist unmöglich, dass ich aus den Schulden rauskomme. Wie soll das gehen? Schau mein Jahresgehalt an. Schau mein monatliches, schau meine Arbeits-, schau meine Ausbildung an. Schau, was ich habe. Gott schaut aber nicht auf das, was du hast. Sondern er schaut auf das, was er dir gegeben hat. So viele Gründe. Kennt ihr dieses Lied, 10.000 Gründe gebe ich dir dafür? Ja, und da geht es um das Lob Gottes. Ja? Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Aber wir kommen mit 10.000 Gründen, warum wir es nicht schaffen. 10.000 Gründe, warum wir die Falschen sind. 10.000 Gründe, warum wir verlieren werden. Und ich finde es sehr spannend, gerade bei Männern ist es ja so, dass dann großer Druck auf Männer lastet. Auch natürlich ein Druck, der durch die Gesellschaft und durch die Kultur, in der wir leben, entstanden ist. Und zwar dieser Leistungsdruck. Ein Mann ist nur so viel wert, wie er jüngst geleistet hat. Sein letzter Sieg bestimmt wie seinen Wert. Und wenn der schon länger zurückliegt, dann entsteht so ein Minderwert. Ja? Und das ist ein ganz extremer Leistungsgedanke. Ich habe mit ganz vielen Freunden über dieses Thema geredet, die alle so in meinem Alter sind, so Mitte 30 und vor Jahren schon. Und die haben alle gesagt, was ihnen immer aufgefallen ist, ist, dass ihre Väter sehr stark und vielleicht auch unterbewusst auf Leistung geschaut haben. Ja, das ist einfach dann ein ganz krasser Leistungsgedanke. Du bist so viel wert, wie viel du leistest. Wenn du nicht im Gymnasium warst, wenn du nicht dein Abitur gemacht hast, dann ist es nicht so gut. Ja, dann bist du weniger wert. Dann wirst du weniger verdienen. Dann wirst du, und da ist dieser Gedanke in uns und wir müssen leisten. Und es ist aber auch interessant, dass wir auch wollen. Wir wollen ja auch leisten. Wir Männer wollen leisten. Wir wollen versorgen. Wir wollen was erreichen. Wir wollen Siege erringen. Wisst ihr, warum ganz viele junge Männer vor der Konsole sitzen und dort wirklich gefangen sind? Weil sie dort genau dieses Erfolgserlebnis haben, was ihnen im echten Leben fehlt. Ne? Ich will da niemanden anschauen. Ja? Aber dann müssen wir nochmal, es ist einfach so, ja? Du zockst, du sitzt an der Konsole und dann fährst du einen Sieg nachher an und kommst ein Level weiter und das gibt dir etwas. Das lässt dich wieder maskulin sein. Lässt dich wieder spüren, du hast es noch drauf. Ja? Und dann sehen wir, wie Männer in eine Parallelwelt hineinkommen und eigentlich für den eigentlichen Kampf nicht mehr bereit sind. Die kämpfen falsche Kämpfe. Die sind am falschen Platz, weil da Minderwertigkeit ist. Und ich habe auch noch nie einen Mann gehört, der gesagt hat zu seiner Frau, schätzt du mich? Liebst du mich heute? Ihr Frauen, ihr müsst verstehen, für euch ist es wichtig, Wertschätzung und Liebe. Meine Frau möchte geliebt sein, gewertschätzt sein.
Wir Männer ticken da anders. Ich würde mich richtig komisch fühlen, zu meiner Frau zu sagen, also du hast schon lange nicht mehr Blumen mit nach Hause gebracht. Mir fehlt es da ein bisschen an Qualitätszeit und es fühlt sich einfach falsch an, keine Ahnung. Also wir sind ein bisschen anders gepolt. Es heißt ja auch, ich glaube im Epheser steht es, dass der Mann die Frau lieben soll wie Christus die Gemeinde. Also eine Frau möchte geliebt sein. Aber was soll die Frau tun? Sie soll den Mann respektieren. Und das ist, was wir Männer brauchen. Respekt. Respekt ist dem Mann sehr wichtig. Ein Mann möchte respektiert werden. Er möchte bewundert werden. Er möchte, dass die eigene Frau und die eigenen Kinder an ihn glauben. Und wenn Männer das nicht bekommen, dann gehen sie kaputt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du Frau eines Mannes bist, auch wenn er vielleicht gestern das Geschirr nicht gewaschen hat, ja, und wenn er vielleicht im Haushalt in der letzten Zeit nicht so mitgeholfen hat und wenn er vielleicht nicht so gut drauf war und nicht das getan hat, was du dir erhofft hast, ist es trotzdem wichtig, dass du ihm immer wieder mal sagst, ich bin stolz auf dich, ich respektiere dich, ich glaube an dich. Anstatt immer wieder auf die Fehler hinzuweisen, mal auf das hinzuweisen, was er kann, was in ihm liegt, was in ihm steckt. Du kannst im Endeffekt ein Sprachrohr Gottes sein, ein Sprachrohr von ihm. Sag ihm genau das, was der Engel des Herrn dem Gideon gesagt hat. Wir Männer brauchen das. Und ihr Männer, wertschätzt eure Frauen. Liebt eure Frauen und ich spreche das auch gerade zu mir. Es ist nicht leicht, weil was wir uns auch eingestehen müssen, wir Männer, wir verstehen Frauen nicht. Und ich glaube, Frauen mögen das irgendwie, dass wir sie nicht ganz so verstehen. Ja? Und Frauen sind kompliziert. Ja? Und Frauen führen übrigens auch eine Liste. Die verteilen Sternchen, wie die Lehrerin in der Schule. Das erinnert uns auch immer wieder an die Schule. Ja? Bloß das Problem ist, wenn die Nacht kommt und der Tag und der Morgen kommt, dann sind diese Sternchen weg. Du musst also jeden Tag neue Sternchen sammeln. Ja, also wertschätze sie jeden Tag. Liebe sie jeden Tag. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einander ermutigen, einander aufbauen, einander stärken. Dass wir aufzeigen, was möglich ist und nicht, wo wir versagt haben. Weil glaubt mir, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, wir kennen unsere Fehler. Wir kennen unsere Unzulänglichkeiten. Wir kennen unser Versagen. Selbst wenn der Mann vielleicht mal wieder zu stolz ist, es zuzugeben, dass die Frau recht hatte. Selbst dann kommt er irgendwann, wenn die Frau weg ist und er alleine ist, vom Fernseher, angeln, was halt Männer so machen, keine Ahnung, beim Zocken, dann kommt's. Okay, ja, vielleicht habe ich da was gemacht. Okay, vielleicht muss ich mich da ändern. Es ist so. Aber wichtig ist, dass wir einander ermutigen, dass wir einander stärken. Gideon hat's gebraucht. Und wir brauchen es auch. Und wisst ihr, was wir auf jeden Fall nicht tun sollen, ist zu vergleichen. Vergleiche niemals deinen Mann mit einem anderen Mann. Wir hassen das. Wir hassen andere Männer in diesem Bezug. Ja? Weil wir sind die Besten. Das müsst ihr auch verstehen. Es gibt keinen so wie wir. Ja, wir mögen es nicht, verglichen zu werden mit anderen. Mir hilft es nicht, wenn Blanka zu mir sagt, und schau dir mal den an, wie der seine Frau liebt. Und schau mal, was der verdient und schau mal, was der macht. Das hilft doch keinem Mann. Ja? Was uns hilft ist, du bist der, ich will es jetzt nicht so sagen, ja. Du bist der Beste, du bist der Geilste. Ich sag's jetzt einfach, ja. Okay, gut. Herr, vergib. Aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen, oder? Also wir müssen gegen unsere Versagensängste kämpfen und wir können da auch gemeinsam kämpfen. Das war, was ich sagen möchte. Ermutige deine Frau, ermutige deinen Mann. Und wenn du Single bist, dann stell dich vor den Spiegel und ermutige dich selbst. Und bitte Gott, dass er dir noch einen Partner gibt oder eine Partnerin. Okay, zweiter Punkt. In Christus hast du alles, was du brauchst, um zu kämpfen und zu gewinnen. Nochmal. In Christus hast du alles, ich sag's nochmal, alles, was du brauchst, um zu gewinnen und zu kämpfen. Du hast alles bekommen, alles ist dir gegeben. Du bist absolut gesegnet.
Dir fehlt's an nichts. Mit Jesus hast du alles bekommen. Es ist so Hammer, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Er ist unser Ausrichtungspunkt. Er ist, wenn alles dunkel ist, alles finster ist, alles hoffnungslos scheint, ist er dein Licht. Du kommst immer wieder zu dem Punkt zu sagen, jetzt packe ich's neu an. Wenn die Wellen hochschlagen, dann ist er dein Licht. Er ist der, der da ist, der dir Ausrichtung gibt, der dir Orientierung gibt. Jesus ist in dir. Richter 6,14 heißt es ja, der Herr sah Gideon an und sagte, ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Du hast die Kraft dazu. Du hast eine Waffenrüstung angelegt bekommen in Epheser 6. Lesen wir das, ja? Du hast einen Helm des Heils. Und wenn dann Leute kommen und dir einflüstern wollen, dass du es nicht wert bist und dass du es nicht kannst, dass du es nicht drauf hast, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dann hast du Heilsgewissheit. Du weißt nicht, es liegt doch nicht an mir, sondern es liegt an Jesus allein. Er hat mich gerettet. Er hat mir vergeben. Er hat mich geheiligt. Er hat mich berufen. Er hat mich königlich und priesterlich gemacht. Er ist es doch. Ich habe doch nicht ich gewählt für mich, sondern er hat es getan in mir. Da ist Heilsgewissheit. Nichts kann ich trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Er steht zu dir. Und was du tun musst, ist immer wieder ehrlich zu dir selbst werden, reflektieren, bereuen und zu ihm zurückkommen. Es ist aber immer, die Tür ist immer offen. Ja, du hast ein Heilsgewissheit. Du hast den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, Gott hat dich gerecht gemacht. Er hat dir den Mantel der Gerechtigkeit angelegt. Er hat dir die Sünde vergeben. Er klagt dich nicht an. Er ermahnt dich. Er weist dich zurecht. Er weist dich auf Dinge hin. Er tut es mit seinem guten Heiligen Geist. Er tut es auch durch deine Familie, durch deine Kleingruppe, durch deinen Hausrest, durch deine Gemeinde, durch deine Leiter. Er tut es auch durch deine Feinde. Er weist dich immer wieder auf Dinge hin. Aber er hat dich gerecht gemacht. Da darf sich nichts einnisten von Ungerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit und, sondern du bist gerecht gemacht worden durch Jesus Christus. Es ist keine Werksgerechtigkeit, sondern das Werk Jesus reicht aus. Er hat dir einen Gürtel gegeben, den Gürtel der Wahrheit. Und dieser Gürtel hält alles zusammen. Er gibt dir Wahrheit, wie er es mit Gideon getan hat. Er hat ihm ganz klar gesagt, was sein Auftrag ist, wozu er berufen ist. Und Gott hat ihm gesagt, wie er ihn sieht. Wir brauchen das. Ich brauche das jeden Tag eigentlich. Jeden Tag muss ich zu Gott kommen und sagen, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Was ist meine Lebensvision? Was ist das, was du für mich hast? Manchmal traut man sich ja selbst nicht mehr zu, dass man in das hineinkommt, was Gott für einen hat. Aber Gott rechnet mit dir. Gott rechnet mit dir. Gott hat dich hineingesetzt in deine Familie, damit du ein Segen bist. Gott hat dich hineingesetzt in deine Gemeinde, damit du ein Segen bist. Gott rechnet mit dir. Er hat uns Schuhe gegeben. Mit diesen Schuhen können wir das Evangelium verkünden. Du hast die beste Botschaft in dir. Du kannst wirklich Menschen retten. Aber nicht nur durch dein Wort, sondern auch durch dein Leben, durch deine Taten. Lebe es. Rede nicht nur christlich, sondern lebe christlich. Aber es ist dir gegeben. Da ist eine verlorene Welt. Das sind Menschen, die Jesus nicht kennen. Und es muss unser Herz wieder neu berühren. Du hast Schuhe, mit denen du das Evangelium verkünden kannst. Du hast auch eine Angriffswaffe. Du hast ein Schwert bekommen. Das ist das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und mit diesem Wort kannst du kämpfen. Aber kämpfe mit seinem Wort, nicht mit deinen Gefühlen. Kämpfe mit seinem Wort, nicht mit deinem Wort. Sein Wort ist wichtig, dass wir wirklich die Bibel als Grundlage unseres Denkens haben. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Er führt uns immer mehr in sein Wort hinein. Er führt uns immer mehr zu Jesus hin. Er macht uns Christ-like, er macht uns Christus-ähnlich. Und das möchte ich dir einfach sagen. Kooperiere mit dem Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Herzen. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Ich möchte mich führen lassen von dir. Ich möchte auf innere Eindrücke und innere Impulse hören. Ich möchte mit dir. Und dann wirst du erleben, wie der Geist Gottes anfängt zu reden und du wirst sensibler für seine Stimme und auf einmal hörst du das, was er zu sagen hat. Also wir haben andere Waffen. In Christus haben wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Gideon, da war der Gideon.
Und er hatte ein Heer von 32.000 und hat sich gedacht, ey, 32.000, wir werden Midian nicht schlagen können. 32.000 sind viel zu wenig. Und dann hat Gott gesagt, 32.000 sind zu viel. So, jetzt sortiert die Angsthasen aus. Und dann waren es auf einmal nur noch 10.000. Und Gideon hat sich gedacht, oh mein Gott, wie soll das gehen? 10.000, wir werden verlieren, keine Chance. Und dann durch eine interessante Übung, keine Ahnung, ob man das wiederholen sollte, aber und dann hat er den Rest, die 10.000, zum Trinken geschickt und die falsch getrunken haben, Wasser getrunken haben, die wurden auch aussortiert. Und am Ende waren es nur noch 300. Und mein dritter Punkt ist, mit Gott beginnt der Weg nach vorne mit einem Schritt nach hinten. Manchmal gilt es, Anlauf zu nehmen. Manchmal fühlt es sich so an, als ob du einen Rückschritt machst. Manchmal fühlt es sich so, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir so ergangen, ja? Vielleicht ist es so ein Ding mit Zahlen, deine Investments im letzten Jahr, deine Geldanlagen haben vielleicht so ausgesehen, du hast 10.000 investiert, dann waren es nur noch 8.000, dann waren es nur noch 2.000. Vielleicht geht es dir so mit deinem Gewicht bloß andersrum. Ja, du hast mit 90 Kilo begonnen, dann waren es auf einmal 9500, du wolltest eigentlich abnehmen. Ja? Keine Ahnung, manchmal fühlt sich der Kampf schlecht an und du machst eigentlich einen Rückschritt, obwohl du eigentlich einen Fortschritt möchtest. Ja? Vielleicht hast du dir wieder was vorgenommen in einem neuen Jahr. Ja, und du wolltest Zeit mit deiner Familie verbringen und aus 20 Stunden pro Woche wurden 10, 15 und 10 und dann auf einmal sind es nur 5 Stunden und deine Kinder sind ganz alleine ohne dich. Keine Ahnung, was es ist, aber manchmal verlieren wir Schlachten. Aber manche Schlachten müssen verloren werden, damit der Krieg gewonnen werden kann. Wir müssen erkennen, nicht durch Heer oder Kraft, nicht in uns selbst können wir siegen. Und dazu braucht es auch Niederlagen. Manchmal gehen wir und nehmen uns was vor und dieser Vorsatz ist gar nicht verwerflich, der ist gut. Aber wir tun es in unserer eigenen Kraft. Und dann möchte uns Gott eines Besseren belehren. Er sagt, es ist von mir abhängig. Allein durch mich wirst du Sieg bekommen. Und für Gideon war es wichtig, dass er durch diesen Prozess der vermeintlichen Niederlage gegangen ist, dass er auf einmal nur noch 300 Leute hatte. Weil er an dem Punkt gekommen ist, wo er sagt, es ist unmöglich. Und da, wo unsere Möglichkeiten aufhören, da beginnt Gott erst. Gott fängt da an, wo du kapitulierst und sagst, es ist einfach nicht möglich, keine Chance, dass ich hier gewinne. Und so hat es Gott mit Gideon gemacht, was er getan hat. Er hat in Gideon den Stolz gebrochen. Er hat Gideon gelehrt, nicht auf seine eigene Kraft zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Und er hatte Angst. Er hatte immer noch Angst. Und in Richter 7, Vers 21 steht, dabei, oder beziehungsweise 7, Vers 2, der Herr sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten, diesem großen Herr will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken, sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen, sonst werden sie stolz und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Und das ist, was Gott nicht möchte für dich. Weil wenn du den Kampf kämpfst in dieser Weise und dann selbst einen Sieg einfahren würdest, würdest du eigentlich verlieren. Weil der größte Sieg ist der, dass Gott alle Ehre bekommt. Der größte Sieg ist der, dass wir bei Gott bleiben. Der größte Sieg ist der, dass wir unser Ziel nicht verfehlen. Sünde ist Zielverfehlung. Wenn du am Ende Kämpfe kämpfst und du führst moralisch gutes Leben, du hast aufgehört mit manchen, du hast abgenommen, mit manchen Dingen hast du aufgehört, du verbringst Zeit für deine Familie, du bist scheinbar ein richtig guter Typ, aber wenn du es am Ende nur für dich tust und am Ende dir einen Namen machst, hast du verloren. Dann hast du verloren. Dann hast du dein großes Ziel verpasst. Du hast den großen Krieg hast du verloren. Unser Kampf ist es, dass Jesus groß gemacht wird, dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Und dazu müssen wir verstehen, dass es nicht um uns geht, dass wir uns nicht loben für diese Siege, dass wir uns nicht verherrlichen für diese Siege, dass wir Gott nicht die Ehre stehlen. Gott gebührt die Ehre. Ihm allein gebührt die Ehre für alle Siege, die wir einfahren. Hör auf, also dir ständig Schuld für deine Rückschritte zu geben, weil wenn du dir Schuld für deine Rückschritte gibst, dann nimmst du dir auch irgendwann die Anerkennung für deinen Fortschritt und die Ehre für deinen Fortschritt. Ihm allein gebührt die Ehre. Und das ist, was ich dir heute mitgeben möchte. Wir müssen verstehen, dass unsere größten Siege Hand in Hand gehen mit unseren größten Ängsten. Als Gideon dann mit seinen
mit seinen 300 Mann sich dahingestellt hat und mit der Trompete und mit diesen Tongefäßen und die dann runtergeschmissen haben, dann ist das Heer der Midianiter in Angst geraten. Die wurden ganz verwirrt und dann sind sie rumgelaufen wie ein Hühnerhaufen. Da war keine Formation, da war niemand richtig positioniert. Und in diesem Moment hat Gott Israel den Sieg gegeben. Es war eine ganz einfache Taktik. Und Gott hat gleichzeitig Gideon was gelehrt und Israel hat den Sieg errungen. Aber sie hatten Angst. Aber wisst ihr was? Jeder hat Angst. Jeder hat Angst. Wichtig ist, wie gehst du mit dieser Angst um? Wie gehst du mit der Angst um? Du stehst in einem Kampffeld. Du stehst in einem Krieg. Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Lass dich nicht von dieser Angst vereinnahmen, sondern fang an, mit dieser Angst zu arbeiten. Ich habe mal Krav Maga gemacht und ich kann mich noch gut erinnern, der Trainer dort in Schweden, der hat zu mir gesagt, naja, wenn auf einmal dein Herzschlag schneller wird, wenn dein Puls höher wird, wenn du Angst bekommst, dieses mulmige Gefühl, wenn du zitterst, wenn kalter Schweiß kommt, wenn diese ganzen Dinge kommen, dann ist es ein Zeichen, dass dein Körper sich für den Kampf vorbereitet. Wir brauchen diese Zeichen im Körper. Wir müssen es bloß richtig verstehen und einordnen können. Und dann kann das zu einer Kraft werden für uns. Und so müssen wir mit der Angst arbeiten. Wir wissen, dass Gott mit uns ist und er hat uns den Sieg geschenkt und wir dürfen uns nicht von unseren Gefühlen überpowern lassen, sondern wir nehmen diese Gefühle und kanalisieren sie richtig. Und so möchte Gott uns vorwärts bringen. Epheser 6,13 steht, darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Alles, was Gott in diesem Jahr von dir verlangt ist, bleib stehen und verteidige dein Feld. Weiche nicht zurück, geh nicht nach hinten, sondern bleib stehen und kämpfe. Das erinnert mich wie heißt er nochmal, mit dem Linsenfeld? Schammer. Oder Eliezer, ja. Er hat das Linsenfeld verteidigt. Er ist keinen Millimeter gewichen. Alle anderen sind abgehauen. Er hat gesagt, ich bleibe hier stehen. Das ist mein Platz. Und den werde ich bis aufs Blut verteidigen. Ich werde alles geben. Und Gott ist mit mir. Und er hat gewonnen. Er hat gesiegt. Und wenn du der Einzige bist, der bleibt, bleib stehen. Weich nicht zurück. Gott ist mit dir. Diese 300 haben sich nicht beeindrucken lassen. Sie sind stehen geblieben, auch wenn die anderen wesentlich stärker waren. Und sie haben gesiegt. Und so ist es auch, vielleicht scheinen die Herausforderungen riesig. Vielleicht ist es eine Krankheit oder irgendwas anderes. Aber bleib stehen, glaube und Gott wird dir den Sieg schenken. Und damit möchte ich dich segnen. Du bist ein Kämpfer und der Angsthase hat nichts verloren in deinem Herzen. Sei gesegnet damit. Amen.